Hallihallo Leute und willkommen zurück zum Mass Effect 3 Let's Play. Ja, nach einer kurzen kleinen Pause vom Let's Play mache ich wieder weiter. Ich freue mich, ich hoffe ihr auch und wir fahren fort. Juhu. So, mal gucken, ob ich die Steuerung dann nicht ganz verlernt habe. Was haben wir? Wir sind auf dem Schiff, okay? Kriegsterminal. Kriegsaktivposten. Die Leute, Waffen, Armeen und Flotten, die sie versammelt haben, sind ihre Kriegsaktivposten. Die Gesamtbereitschaft der Galaxie legt fest, wie effektiv diese Aktivposten in der letzten Schlacht sein werden. Aha. Gesamte 525. Bereitschaftswertung. Ja, okay, das. Das hier kann man im Multiplayer, dem hab ich ja auch schon mal gesagt, dass ich den nochmal bringen werde, kann man sich erhöhen lassen. Das heißt, lassen, erspielen. Und effektive militärische Stärke. Okay, Konfliktgebiet. Was ist das? Technikkorps, Marinedivision. Ach so, das. Ah, okay. Das sind jetzt unsere. Ah, so. Ich denke mal, im Laufe des Spiels werden hier dann noch neue Fraktionen hinzukommen. Und im Moment ist die Allianz halt so stark, wie, ja, wie man es hier sieht. Okay, Konfliktgebiete. Jedes Konfliktgebiet hat Bereitschaftsbewertung, die seinen möglichen Beitrag zur letzten Schlacht angibt. Werden diese Gebiete vernachlässigt, kann sich ihr Status verschlimmert und die Gesamtbereitschaft sinken. Ja. Hat wieder mit Multiplayer zu tun. Moment. Logbuch. Priorität. Palaven. Eingerufen. Vom Mond der Palaven. Dann müssen wir also zum Mond der Palaven. Wo ist denn der Mond der Palaven? Palaven. Ach! Wollte ich nicht das Schiff mal angucken? Ich glaube, ich wollte mir mal das Schiff angucken. Weil letztes Mal wurde uns ja erklärt, was wir hier alles haben. Stand jemand rum. Öffnen. Genau, das. Jetzt. Ich bin wieder voll drin. Aha, toller Tisch. Ach so. Commander, die Allianz hat ein neues Cerberus-Labor auf Sanctum gefunden. Admiral Hackett möchte, dass sie es näher untersuchen. Okay. Gut. Überall Sachen. Ja, was denn? Privates Terminal. E-Mail. Taktische Bereitschaft. Was? Was ist das Grundlagen? Für mehr Kontrolle über die Taktik wählen Sie das Selektionsmenü. Aha. Dies pausiert das Geschehen. Brauchen wir nicht. Weg. Hallo. Und eine Kraft auszuwählen. Das ist ja schön. Um mit einer Kraft einen Gegner anzugreifen, nehmen Sie den Feind ins Visier, bevor Sie pausieren und wählen die gewünschte Kraft aus. Toll. Die Kraft wird gegen den anvisierten Feind ausgelöst, sobald Sie die Pause beenden. Maximale Effektivität erreichen Sie durch Kombination von Gruppenmitgliederkräften und ihren eigenen. Feinde werden mit bis zu 3 Kräften getroffen. Toll, super. Scheiße hier. Was Spezialeinheiten. Oh Gott, das muss ich jetzt aber nicht alles lesen. Panzerung von ihren Fans. Ah. Reconer Knight oder so ähnlich. Sie finden sie im Ausrüstungs... Ah, das ist das, weil ich die Dings-Demo gespielt habe. Cool. Ja, das wissen wir auch schon. Oder? Waffenspind. Okay, dann gehen wir mal zum Ausrüstungsgedöns-Dings hier. Okay, hier. Okay, Fahrstuhl.
Frachtung steuern oder nicht. Krankenstation kann ich Hauptgefahr beobachten. Hallo, Waffenbotstation. Ah, das hier ist doch schon das Argus. Das ist die Avenger. Das ist ja das normale Sturmgewehr. Und das ist das, was man durch die durch einen Code bzw. durch Vorbestellungen gekriegt hat. So, Waffenmod. Ich wollte von der modifizieren. Ding kann man auch modifizieren. Erhöht Schaden um 15%. Oh, sehr schön. Hat sich der ändern? Mhm, cool. Okay, cool. Hier haben wir auch Schredder-Mod. Erhöht Schaden, okay. Und das, ja, naja, wir haben ja nur die beiden. Ach, Quatsch. Aber ich, warte mal, ich hab doch, hab ich hier noch? Nee, hab ich nicht. Schade. Okay, cool. Ausrüstung. Panzerungssets. Reconing, geil. Ja, cool. Na, das werden wir doch benutzen, oder? Ah, cool, Freizeitgleiter. Wow. Ja, das sieht auch ganz cool aus. Aber das Ding ist jetzt halt, guck mal, Gesundheitsverstärker. Und hier haben wir, ja, ein bisschen Gesundheit, ein bisschen Waffenschaden. So toll. So, okay. Hier können wir noch die Farbe ändern. Muster. Achso, nee, Material. Ja, klar, ich bin doof. Lichter. Lichter? Was für Lichter? Was für Lichter? Ach, da. Cool. Aber. Kommt, wenn wir das einmal haben hier, wenn wir einmal die Möglichkeit haben, das sieht das schon cool aus, oder? Speichern zurück, jawohl. So, was? Nachschubinterface. Kommen Sie Schrot finden? Ja, nie, oder? Na komm, gucken wir mal. 10% Aufschlag, Fernzugang zu ziehen. Okay. Eine neue Waffe, 4400. Mhm. 35.000 haben wir, der Mensch. Schrot finden, Reserve, Thermomagazin, gut. Naja, ist jetzt nicht so. Waffen-Upgrades. Was gibt's denn hier? Kann man da Waffenschaden, Munition, okay. Da gucken wir einfach mal später. Vielleicht irgendwann nochmal. Ich will jetzt. Wo wollen wir denn hin? Ah, hier, genau. Ich will jetzt nicht irgendwie sinnlos Geld ausgeben, nicht, dass wir dann irgendwie mal was bräuchten. So. Ach Gott. Eroberte Systeme in Cluster, die bereits von den Reapern erobert wurden, können sie mit Hilfe des Tarnsystems der Normandie eindringen und dort nach überlebendem Bergungsgut und wertvollen Informationen zu suchen. Turianische Primarchen. Ah ja, genau. Hier sehen wir dann anscheinend, dass die schon eingenommen wurden von den Reapern. Hier blinkt auch was. Cerberus Labor. Da waren wir aber schon. Oder? Guck mal hier. Gehen wir mal. Fliegen wir mal dahin. Suche und Rettung. Die Normandie ist mit einem neuen und verbesserten Scan-Impuls ausgerüstet, der interessante Objekte aufspüren kann. Setzen Sie ihn ein, um Kriegsaktivposten, Artefakte, Informationen und Treibstoff zu finden, während Sie durch ein System fliegen. Beachten Sie aber, dass bei jedem Einsatz des Impulses die Chance steigt, dass Reaper in dieses System einfliegen, um die Lage zu sondieren. Wenn ein Reaper in ein System einfliegt, in dem Sie sich befinden, sollten Sie fliehen und mit der Rückkehr warten, bis Sie eine Mission abgeschlossen haben. Ah. Ha! Kann ich jetzt irgendwie. Ah. Cool. Okay.
Treibstoffdepot. Fliegen wir mal hier. Warte mal. Palavin. Ich scanne das jetzt mal. Aha. Hat er voll was gebracht. Ist das ein süßer Planet? Entfernung zur Sonne. Geh heim. Kann man ja nicht. Egal. Landen. Ja, naja. Wir können natürlich nur die beiden auswählen. Ist doch klar, oder? Wo ist eigentlich Ashley? Warum? Ach ja, die ist ja kaputt. Also, verletzt. Eigentlich brauchen wir zum Beispiel, jetzt habe ich sie zwar aufgerüstet, aber an sich brauchen wir die Schrotflinte nicht. Deswegen legen wir die jetzt mal zurück. So. Haben wir hier einen zweiten Mod? Nein, haben wir nicht. Den Rest lasse ich jetzt mal. Obwohl die Pistole. Ja doch, die lasse ich auch mal. Gut, die anderen zwei werden schon irgendwie wissen. Wir haben einen Punkt. Was ist das? Holen Sie hier von den Füßen. Lass mal. Weil wir haben nur einen Punkt und Kyrum. Ja gut, Kyrum. Na, dann machen wir mal Kyrum-Munition rein. Okay, ihr habt mich überredet. Hier ist ja was los. Hast du Scheiße? Piu, piu. Wir fliegen mit unserem kleinen Schiff da rein. WTF? Jetzt hat sich mein Spiel einfach mal minimiert. Nein, das ist Palavin. Ah, Palavin, nicht Palava. Verdammte Scheiße. Sie werden ausgelöscht. Das stärkste Militär der Galaxie und die Reaper äschern es einfach ein. War das auf der Erde auch so? Ja. Shepard, es tut mir so leid. Ja. Ja. Commander, die LZ wird überrannt. James, öffnen Sie die Luke. Wir sehen schon ganz schön cool aus. Oh. Ja, ich treffe gar nicht, aber cool. Also gut, schnell rein, schnell raus. Los. Oh, warum habe ich jetzt das Scharfschützen geändert? Das wollte ich genau. Ist was los, du? Okay. Sehr schön. Haben wir es jetzt geräumt? Das wär, oh, ja. Eieiei. Ich will hier nicht mehr sein. Ist mir egal, ob hier jemand ist. Wo müssen wir jetzt hin? Hallo? Hallo? Wollen wir jetzt hier weiterfliegen oder was? Hallo? Vielleicht können wir hier lang. Oder auch nicht. Ach, warte mal. Hm, ja. Klar. Doof. So. Hier. Und hier kommen wir nicht hoch. Okay. Jetzt geht das wieder los mit Deckungsspring und so. Egal. Ja, hier kommen wir hoch. Geht doch. Guten Tag. Alles klar, Dankeschön. Ersatzteile.
werke ich doch immer gerne. Credits. Das wäre besser, ja, danke schön. Kommandierenden Offizier finden. Offizier, wo bist du? Offizier. Hier sieht schon krass cool aus. Cool, Waffen. Ein Datenpad. Bestick! Ja, Sir. Sergeant Bartus, bringen Sie irgendwie den Kommunikationsturm zum Laufen. Bartus. Sir. General. Commander Shepard, hörte schon, dass Sie kommen, hab's aber nicht geglaubt. General Corentis. Ich bin wegen Primarch Fedorian hier. Sein Hals sieht aus wie ein... Fedorian ist tot. Sein Shuttle wurde vor einer Stunde abgeschossen, als er versuchte, den Mond zu verlassen. Das kompliziert die Sache. Tut mir leid, ich habe gehört, er war ein guter Mann. Und ein Freund. Er hätte einen ausgezeichneten Diplomaten abgegeben. Und wie geht's weiter? Die turianische Hierarchie hat ganz klare Regeln für die Nachfolge. Natürlich, General Corentis. Die Rüstung sieht so geil aus. Kann ich nicht mit Sicherheit sagen, wer der nächste Primarch sein wird. Aber das Pelavan-Oberkommando weiß es bestimmt. Allerdings kann ich es im Moment nicht kontaktieren. Der Kommunikationsturm ist ausgefallen. Wir müssen ihn nun wieder anmachen. Durchschwärmen das Gebiet. Wir kommen nicht nah genug ran, um ihn zu reparieren. Dann machen wir das. General, ich krieg Ihren Turm wieder zum Laufen. Yay! Danke, Commander. Ich kümmere mich hier um alles Weitere. Also gut, dann los. Ach Gott. Ich sehe den Kommunikationsturm. Meine Munition. Achso. Turm. Na dann vorwärts. Dann vorwärts. So. Bevor wir aber weitergehen, beende ich diesen Part und wir sehen uns gleich im nächsten. Tschüss.